Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. In den heutigen News geht es um die britischen Grindr Visorex. Diese haben gerade die Vinyl-Ausgabe ihres grenzüberschreitenden 2020er Albums Ascension Catalyst auf 7 Degrees Records angekündigt. Die Platte ist seit dem 11. Dezember offiziell auf weiß-schwarz bespritzten Vinyl erhältlich. Ascension Catalyst destilliert die verheerende Wirkung von messerscharfen Grindcore, den Angriff von Sludge und die beunruhigende Umgebungsdiskordanz von Lärm, die ein unverwechselbares Kunstwerk von Soul Dew enthält, das perfekt zu seinem Konzept passt. In Ascension Catalyst kamen Visorex-Gründer Dan Lynch und der langjährige Skinbeater Simon Brotherson, der früher bei Narcosis gespielt hat, unter anderem zusammen mit den ehemaligen Bandkollegen des Schlagzeugers John White am Gesang und Oliver Turner am Bass. John legte vorübergehend seine Axt beiseite, um einige intensiv gequälte Vocals und kontrastierend aufschlussreiche Texte niederzulegen, die eine transzentrale Reise bilden, an der das Album sein Konzept festhält. Die hypnotische Bassarbeit von Oliver untermauert und bereichert alles und verleiht dem Visorex-Sound eine ganz neue Dimension. Die Band wurde 2004 gegründet und tourte durch Großbritannien, Europa und die USA. Sie teilte sich die Bühne mit Legenden wie zum Beispiel Napalm Death und Warmrod. Das war schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare, nehmt ein Abo mit und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video bei den nächsten News oder im nächsten Review. Macht's gut!